Sehr ganz zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Stadion-Vlog. Heute geht's gegen den Karlsruher SC für meine Roten in der HDI-Arena. Das heißt, zu Hause sollen die nächsten drei Punkte eingefahren werden. Und ich nehme euch natürlich wieder mit ins Stadion, heute mit meiner Freundin unter anderem. Das heißt, ja, ich hoffe, dass sie ein Glücksbringer ist. Gegen Schalke letzte Saison hat es nicht geklappt, aber vielleicht ja dieses Jahr. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut in der Videobeschreibung vorbei. Checkt da die Links aus Social Media, Merch und so weiter und so fort. Neues Merch kommt übrigens Anfang Oktober. Also das kann ein bisschen warten, lohnt sich dann auch auf jeden Fall, aber wem die aktuellen Designs gefallen, der sollte auf jeden Fall nochmal zuschlagen. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen, wir kommen direkt mal dazu, was ist diese Woche so passiert. Das Vorwort wird jetzt mal ein bisschen kürzer gehalten und ja, was ist denn passiert? Felipe fällt leider, also Flip fällt leider aus für Sonntag, der hat sich am Hüftmuskel verletzt und dementsprechend ist der erstmal zumindest für diese Partie außen vor. Schade, aber wahrscheinlich hätte er sowieso nicht gespielt und ansonsten, Martin Harnik fehlt wahrscheinlich länger als gedacht, der fehlt aber sowieso für das Spiel am Mittwoch heute, von daher nicht so wild, wie bei Karlsruhe die Personalsituation aussieht, weiß ich gar nicht. Ich weiß aber, dass Karlsruhe diese Saison noch kein Spiel gewonnen hat und dass dementsprechend nach dem 3:3, Entschuldigung, gegen Bielefeld im 1:1 von Karlsruhe, gegen wen waren das nochmal? Gegen St. Pauli, genau. Das für die drei Punkte her müssen, für uns aber auch. Und wir sind zu Hause eigentlich eine Macht. Wir sind zu Hause sehr stark gegen Dresden. Das muss ein Ausrutscher gewesen sein. Und dementsprechend müssen die Spieler heute alles geben, um die Fans wieder zu besänftigen und die nächsten drei Punkte einzufahren. Zudem hat BS verloren. Dementsprechend haben sie uns die Vorlage gegeben, ein bisschen ranzurutschen. Und die sollten wir auf jeden Fall nutzen, denke ich zumindest. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das gegen Karlsruhe so klappen wird. Der Verein 1994 gegründet, hat knapp 7000 Mitglieder, einer der größten in der Region. Karlsruhe ist eine recht kleine Stadt, von dem, was ich gesehen habe. Ich war ja da mit Bielefeld, beziehungsweise als Bielefeld gegen Karlsruhe am letzten Spiel der vergangenen Saison in der zweiten Liga gespielt hat. Und ich denke, gerade auch wegen der doofen Anstoßzeit, die die DFL auf 17:30 gelegt hat, werden viele 96er nicht können, weil sie noch arbeiten müssen, aber auch vor allem viele Karlsruher. Deswegen bin ich mal gespannt, wie viele Auswärtsfans wir haben werden. Ich denke mal, mehr als 500 dürften es eigentlich nicht sein, aber ich lasse mich gerne überraschen. Das letzte Spiel von Hannover 96 gegen den Karlsruher SC gab es 2008, 2009 in der Saison. Beide Male hat 96 3:2 gewonnen. Ist auch ein gutes Omen für heute. Mein Tipp aber, ein 3:0. Denn, wie gesagt, Wiedergutmachung und die Chancen müssen genutzt werden und Schnecke ist hoffentlich wieder voll einsatzkräftig und wird vor heimischem Publikum wieder durchdrehen. So, so viel dazu und ich würde sagen, wir sehen uns dann später wieder am, im und ums Stadion.
Freunde, Nachbereitung des letzten Spieltags gegen Karlsruhe. Es ist jetzt gerade morgens und ich muss dazu sagen, ich wollte ja eigentlich sowas mit Stativ machen. Mache ich jetzt gerade auch. Ich habe das Stativ in der Hand, aber es war eigentlich nicht so geplant, dass ich es im Laufen mache. Muss ich jetzt, aber ich hatte gestern keine Zeit mehr. Wird auch nicht sonderlich lang. Hannover gewinnt 1-0 durch den Tor von Felix Klaus in der 7. Spielminute gegen den KSC. Strandberg konnte wieder mal beweisen, dass er unglaublich kopfballstark ist. Der wird bei Standards wirklich nur gesucht. Ich finde das ganz geil eigentlich, weil so einen kopfballstarken Spieler hatten wir seit Karim Agi nicht mehr. Und der scheint ganz gut was drauf zu haben in der Hinsicht. Defensiv technisch gesehen, weiß ich nicht, teilweise noch ein bisschen schwammig, aber ich glaube, das geht so. Und wir werden noch einiges an Spaß an dem haben. Ich finde den außerdem total sympathisch. Er ist Norweger, ich mag Skandinavier allgemein. Aber er ist auch lange, er ist als letzter so ziemlich von den Fans weggegangen nach dem Spiel. Das war eigentlich ganz cool. Und ja, zu Karlsruhe muss man sagen, also Hannover war nicht sonderlich dominant. Hatte nicht die Riesenchancen, außer Fossum, der hat sich einmal richtig schön durchgesetzt. Leider haben wir ein bisschen zu wenig Kraft aufs Tor gebracht. Aber allgemein, es gab nicht so riesige Chancen. 96 hat aber ganz ordentlich gespielt. Karlsruhe hatte eigentlich nicht eine hochkarätige Chance. Stolperkamp hat die einzige Dicke mit dem Freistoß so ein bisschen vergeben. War aber an sich eine solide Leistung von 96, haben nicht viel zugelassen. Karlsruhe muss sich steigern. Das läuft ja auch nicht so sonderlich gut, aber ich denke mal, das wird bei beiden werden. Weil Dresden ja 3-0 verloren hat, die sind jetzt irgendwie auf dem absteigenden Ast. Die 96 jetzt Vierter. Das sieht eigentlich ganz gut aus, ich denke mal, das wird. Und ja, ansonsten braucht man nicht mehr viel sagen. Der Schiedsrichter, mir ein bisschen auf den Keks gegangen, aber, also er hatte eine sehr, sehr lockere Linie. Der hat eigentlich alles gepfiffen.
wirklich alles. Das hat ein bisschen genervt, aber an sich war es nicht schlecht, weil er hat halt eine Linie gehabt, die sehr, sehr niedrig war. Also er hat alles gepfiffen, aber das hat er auch die ganze Zeit durchgezogen. Von daher war das in Ordnung und zu unserem Nachteil ja sowieso nicht am Ende, weil wir gewonnen haben. Von daher alles in Ordnung. Stimmung war auch in Ordnung. 31.000 für ein Mittwochabendspiel, englische Woche. War Family Day, waren viele Kinder im Stadion. Stimmung war eigentlich gar nicht so schlecht dafür, muss man sagen. Ultras haben gut Stimmung gemacht, Unterrang war auch nicht schlecht. Und ja, damit kann man das abschließen. Selbst meiner Freundin hat es diesmal richtig gut gefallen, nachdem sie bei Schalke nicht so überzeugt gewesen war. Aber diesmal war es gut und das ist doch schön. Alles klar, gut. Das war's von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Freut euch auf den nächsten Vlog. Der kommt dann nicht gegen München, sondern danach die Woche gegen Pauli. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Passt auf euch auf. Haut rein. Checkt die Links in der Beschreibung. Wieder am Ende. Der Like ist wichtiger. Und ciao.